Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die Firmware 2.0 für die Lumix G9. Auf die GH5 und GH5S gehe ich jetzt nicht mehr weiter ein, weil die G9 ist die Kamera, die am meisten von den neuen Firmware-Updates profitiert hat. Ich habe jetzt einige der Features getestet. Vorab kann ich sagen, super Update. Ich bin auch gespannt auf den Fokus jetzt während dem Video. Ich habe jetzt gerade Augenautofokus an. Bin mal gespannt, ob er ab und zu in den Hintergrund geht. Eben das alte Problem, ob das vielleicht ein bisschen besser geworden ist, haben sie jedenfalls nicht näher erwähnt. Gut, Hauptthema ist der Tier-Autofokus und das blende ich mal nebenher so ein bisschen ein. Einfach, dass man sehen kann, dass jetzt auch um Tiere dieser Autofokusrahmen gezeichnet wird und man dann eben auch ganz einfach dann Tiere fokussieren kann, weil die eben auch erkannt werden. Das gilt für AFC, AFS und natürlich auch im Videomodus. Nicht wundern, im Video jetzt ist der Fokus ein bisschen langsamer als normal. Das liegt einfach daran, dass über HDMI noch die Ausgabe an den externen Monitor erfolgte, beziehungsweise externes Aufnahmegerät. Das ist normal, dann ist der Autofokus ein bisschen langsamer, im Grunde so schnell wie der normale Video-Autofokus dann. Also das ist nicht ein Fokustest sozusagen, aber einfach zum Zeigen, dass Katzen zum Beispiel in dem Fall problemlos erkannt werden. Bin mal gespannt, wie es bei den anderen Tieren dann so sein wird, wenn ich das nächste Mal auf Tierjagd sozusagen gehe. Gut, als nächstes zeige ich kurz das Nearshift-Farshift-Thema. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Ich demonstriere es jetzt aber nebenher am Thema Farshift. Das heißt, er wird versuchen, nur noch entfernte Dinge zu fokussieren und nahe Dinge nicht mehr. Und das sieht man ganz gut nebenher. Selbst wenn ich die Kamera mitten im Bild platziere, fokussiert er trotzdem eher auf den Hintergrund und tut kein einziges Mal die Kamera direkt fokussieren, weil die relativ nah ist. Also es ist wirklich praktisch und genau andersrum funktioniert es natürlich ebenfalls dann mit dem Thema Nearshift, dass man eben nur noch nahe Objekte fokussiert und nicht mehr weit entfernte. Wichtig, das funktioniert nur mit der AF-On-Taste. Das heißt, man muss die AF-AE-Taste als Fokustaste nutzen. Das heißt, es geht nicht mit dem ganz normalen Auslöser, wenn man den halb durchdrücken fokussiert. Dabei funktioniert es nicht, aber eben, wenn man die AF-On-Taste benutzt. Katze macht komische Geräusche, also nicht wundern, wenn hier nebenher ein bisschen seltsame Tiergeräusche sind. Gut, kurz nur nebenher erwähnen, das Focus Peaking kann man jetzt auch im Autofokus nutzen. Brauche ich selber jetzt ehrlich gesagt nicht, also von dem her. Aber einfach der Vollständigkeit halber erwähnt. Highlight Metering gibt es jetzt, das heißt, ich zeige es auch mal nebenher, die Kamera wird immer versuchen, bei der Belichtungsmessung die Highlights zu erhalten. Das heißt, wenn sehr dunkle und sehr helle Stellen im Bild sind, dann versucht sie, dass die hellen Stellen nicht ausbrennen. Ich zeige das mal nebenher so ein bisschen. Katze ist immer noch ein bisschen verrückt. Naja, ich zeige es nebenher so ein bisschen. Man sieht ganz gut, dass es nicht überbelichtet. Und wenn man jetzt zurückstellt auf die normale Messung, dann sieht man, dass es doch überbelichtet. Also es ist in manchen Situationen kann es sehr, sehr praktisch sein, wenn man unbedingt will, dass keine Highlights quasi zu hell oder ausbrennen, wie man es schön sagt. Gut, der nächste Punkt, auch ein großer Teil des Updates ist, dass man jetzt 10-Bit aufnehmen kann. Für alle, die mit 10-Bit nichts anfangen können, man hat einfach eine höhere Farbtiefe, das heißt deutlich mehr Farbabstufungen sind dann möglich aufzunehmen im Videomodus und zum Beispiel beim Himmel kann man das manchmal sehen, wenn man ein Bild vom Himmel macht, beziehungsweise ein Video vom Himmel macht, ein bisschen noch an den Farben spielt sozusagen, also nachbearbeitet, dann kann es gut sein, dass man so Abstufungen sieht im Himmelsblau oder auch bei Grautönen ist das relativ häufig gut zu sehen. Wenn man 10-Bit nutzt, dann ist dieser Effekt wesentlich seltener, weil man einfach mehr Farbinformationen hat, dadurch auch mehr Abstufungen, eine feinere Abstufung dadurch möglich ist und auch bei starker Nachbearbeitung in der Regel dann nicht die Farben derart verzerren, beziehungsweise diese Abstufungen zeigen. Also sehr praktisch, vor allem für alle, die die Videos nachbearbeiten wollen, am PC oder Mac.
Nachteil ist erstens, die Dateien werden ein bisschen größer, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Speicherplatz ist heutzutage nicht mehr so das Thema. Aber die Dateien sind nicht von allen Schnittprogrammen lesbar. Das ist so ein bisschen, also muss man auf jeden Fall schauen, verträgt mein Schnittprogramm 10-Bit-Videodateien oder kann es nur mit 8-Bit-Videodateien umgehen. Als nächstes zeige ich dir noch kurz, wie man jetzt die variable Bildrate einstellt. Und zwar konnte man bisher ja schon Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit der G9 machen, also 180 Bilder pro Sekunde bei Full-HD-Auflösung. Jetzt kann man das Ganze auch dann einstellen, so wie man will. Denn die Hochgeschwindigkeitsaufnahme bei der G9 war im kompletten Automatikmodus dann. Kein ISO einstellbar, keine Blende einstellbar, nichts einstellbar. Diesen Modus gibt es immer noch, aber dazu kommt jetzt der variable Bildmodus und jetzt zeige ich kurz, wie man das macht. Man geht auf MOV-Aufnahmeformat und dann geht man in die Aufnahmequalität und da steht bei manchen dabei variable Bildrate verfügbar. Und ich gehe jetzt zum Beispiel auf Full HD, 30 Bilder pro Sekunde und 8-Bit, dann gehe ich wieder zurück ins Videomenü, das Ganze funktioniert natürlich im Videomodus der G9 und werde dann da einstellen, variable Bildrate an bzw. einstellen und dann kann man bis 180 Bilder pro Sekunde gehen und eben auch dann ISO verändern, Blende verändern, Verschlusszeit verändern, wobei bei 180 Bilder kann man natürlich nicht länger belichten als 1/200, sollte auch klar sein, weil dann hätte man sonst weniger Belichtungszeit als Bilder pro Sekunde. Gut, soweit mal zu den Hauptneuerungen, sage ich mal. Interessant ist sicherlich auch für den einen oder anderen, dass man jetzt ein VLOG-Update kaufen kann, so wie bei der GH5 das auch schon der Fall war. Das kostet zwischen 80 und 100 Euro und schaltet eben dieses VLOG-Profil frei, mit dem man sehr kontrastreiche Videos dann aufnehmen kann, beziehungsweise Videos in sehr kontrastreichen Situationen aufnehmen kann und einfach ein bisschen mehr Dynamikumfang hat. Ist ganz klar nicht für jeden interessant. Also im Grunde kann man sagen, wenn dir so ein VLOG-Profil jetzt nichts sagt, dann brauchst du das auch nicht, weil du damit nicht arbeiten wirst. Ja, aber interessant auf jeden Fall für alle, die es gerne haben wollen und bringt die G9 auch bei Video ein Stück mehr Richtung GH5 einfach. High-Res-Modus hat jetzt zwei Modi, Modus 1, Modus 2. Der erste Modus ist der bisher bekannte und der zweite Modus versucht, Geistereffekte zu minimieren, zum Beispiel von Personen, die sich im Bild bewegen, weil das Ding macht ja 8 Bilder und setzt sie zusammen. Das heißt, die Personen, die sich dabei bewegen, haben bisher als Geister, wie man es so schön nennt, dann im Bild für keine gute Qualität gesorgt. Es sah einfach nicht gut aus. Und das wird jetzt deutlich minimiert mit dem Modus 2 bei der High-Res-Aufnahme. Ich habe es jetzt selber noch nicht testen können, aber ich habe einige Bilder und Videos dazu gesehen. Sieht sehr, sehr gut aus. Also man sieht fast keinerlei Geistereffekte mehr. Super. Bin sehr gespannt, das auch selbst mal auszuprobieren. Ein kleiner Punkt noch, die Bilderrückschau. Also wenn man das Bild direkt nach dem Schießen kurz angezeigt haben möchte, das kann man jetzt auch 0,5 Sekunden lang anzeigen. Das ist auch an der M1 Mark II. Meine liebste Einstellung gab es bisher bei der G9 nicht. Und deswegen finde ich das sehr positiv, dass das mittlerweile auch der Fall ist bei der G9. Auch noch eine praktische Neuerung für alle, die das Top-LCD-Display benutzen. Wenn man das anschaltet, also die Beleuchtung von dem Display anschaltet, war es bisher so, dass die 3-4 Sekunden oder was anblieben, dann ausgegangen ist, egal ob man was einstellt oder nicht. Jetzt bleibt es dann so lange an, während man irgendwas einstellt. Also wenn man am ISO-Blende oder irgendwas verdreht, dann bleibt es beleuchtet und geht erst danach, wenn man eine Weile nichts macht, aus. Das ist wirklich, wirklich praktisch für alle, die das nutzen. Ich bin kein Nutzer dieses Top-LCDs, aber gibt einige, die das mögen. Ja, und das waren eigentlich schon die Hauptänderungen. Ich werde dir noch einen Link auf die Bedienungsanleitung unter das Video setzen, einfach damit du sehen kannst, was es noch alles an Neuerungen gab. Da ist es ganz gut erklärt,
das neue Update. Ich weiß gar nicht, ob es noch bisher auch nur auf Englisch verfügbar ist. Ich werde auf jeden Fall, falls dann die deutsche Version noch nicht da ist, die dann nachträglich auch noch dazu verlinken. Auf jeden Fall gibt es da 20, 30 Seiten über das neue Update. Also lohnt sich auf jeden Fall, das alles mal durchzulesen und gucken, was es an neuen Funktionen gibt. Ja, bleibt mein Fazit zu dem Ganzen. Ich finde es super, dass es noch ein ziemlich ordentliches Update für die G9 gab. Der Tierautofokus funktioniert sehr, sehr gut, so auf den ersten Blick. Ich werde es auf jeden Fall noch näher testen. Die 10-Bit-Videoaufnahme ist toll und, und. Also es war ein umfangreiches Update, das Ganze kostenlos. Klar, es ist das Flaggschiff von Panasonic, was Fotokamera angeht. Aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Flaggschiffe noch Updates nachliefern. Sony ist da gut, Olympus in der Regel auch, hat ja auch ein größeres Update für die E1 Mark II und jetzt eben Panasonic. Also super, Daumen hoch auf jeden Fall. Auf jeden Fall das Update aufspielen, es gibt nichts, was dagegen sprechen würde. Eine Anleitung, wie man das macht, verlinke ich dir hier. Und ansonsten, wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, dann gerne in die Kommentare damit. Und dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!